shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, bevor es mit dem Video losgeht, möchte ich erstmal noch ein fettes Dankeschön an euch alle sagen, wie krass ihr im Moment gerade aktiv seid, wie viele Abonnenten ich dazu bekommen habe. Viele Leute kenne ich noch gar nicht von euch. Ich denke mal, das wird sich in nächster Zeit auf jeden Fall mal ändern. Und es tut mir wirklich leid, dass ich nicht so wie in gewohnter Form wirklich alle Kommentare hinterhergehen konnte, weil es einfach zu viel geworden ist die letzten Tage. Aber ich denke mal, das wird sich jetzt früher oder später wieder ein bisschen normalisieren und beruhigen, und dann werde ich auf jeden Fall wieder da sein für euch. Und für die Leute, die wirklich mir viel Arbeit abgenommen haben, zum einen Ballerina und zum anderen auch in dem einen Video der Lukas, der das einfach gesehen hat, dass ich nicht mehr mit den Kommentaren hinterherkomme, das hat er sich einfach das Video vorgenommen und hat einfach, ich glaube, fast alle Kommentare irgendwie beantwortet von dem, was er halt wusste. Und dafür möchte ich erstmal ein fettes Dankeschön an Lukas auch aussprechen, dass er das in eigener Initiative gemacht hat. Und wirklich fettes Dankeschön, weil ich habe es einfach nicht mehr geschafft, an dem Wochenende wirklich alle Kommentare zu beantworten. Und deswegen möchte ich mich auch wirklich an allen Leuten erstmal so richtig fett bedanken, dass ihr so übertrieben gerade abgeht. Ich freue mich übertrieben gerade. Ich gehe jetzt so langsam, aber wirklich nur ganz, ganz langsam auf die 14 bzw. 15k zu, und ich finde es einfach mega geil. Also Jungs, fühlt euch alle gegrüßt und von mir gedankt, sagt, oder wie man das auch nennen mag, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall heftig, heftig, heftig geil auf jeden Fall. So, jetzt geht's eigentlich mit dem eigentlichen Video los, und zwar, wir haben jetzt durch das Bikers DLC extrem viele neue Motorräder dazu bekommen. Ich habe jetzt mal gezählt, 42 Motorräder, dachte ich mir, was, 42 Stück? Boah, das ist aber ein Haufen, ich hätte es viel weniger gedacht, aber durch das Bikers DLC und jetzt letzten Dienstag sind ja nochmal zwei dazugekommen, und wenn es vom Timing passt her, dann werden auch heute nochmal zwei dazugekommen sein, wenn ihr das Video seht. Ich hoffe natürlich, dass meine Vermutung richtig geht und ich das Video, weil ich das ja vorproduziere, im Hoff, dass das auch alles passt, dass halt wirklich noch mit zwei neue Motorräder dazugekommen sind. Das wäre zum einen mal die Esky, die seht ihr auch schon die ganze Zeit im Hintergrund fahren, von der war ich jetzt nicht so wirklich überzeugt. Ich fand jetzt so ein bisschen, naja, also braucht mir jetzt auch nicht, sieht zwar ganz gut aus, aber jetzt wirklich kein Hingucker, oder jetzt wirklich schnell ist die auch nicht und braucht man sowieso nicht. So, und ich habe mir einfach das jetzt zur Aufgabe genommen, einfach mal die schnellsten Motorräder, weil es echt viele dazugekommen sind, euch mal vorzustellen, wirklich welches Motorrad das schnellste ist. Dabei ging es absolut nicht um die Beschleunigung. Also ihr werdet auch sehen, dass ich am Anfang immer so ein paar Wheelies mache, um auf Endgeschwindigkeit zu kommen. Das müsst ihr einfach ignorieren, weil es geht jetzt hier nicht um Beschleunigung. Und es geht auch nicht darum, um die Motorräder, die ja für Rennen gut geeignet sind, weil ich habe jetzt keine Kurvenlage gemacht, sondern es ging rein wirklich nur um Topspeed. Und ich habe mir jetzt einfach so einen Punkt auf der Karte ausgesucht, wo ich jetzt einfach als Beschleunigungsstrecke nehme, und immer an derselben Stelle, an der Brücke, das werdet ihr nachher sehen, halte ich mal kurz das Bild an, um euch die Geschwindigkeit anzuzeigen. Weil das Schwierige an dem Ganzen ist wirklich, ich fahre, und sobald die Straße ein bisschen bergab geht, dann kriegt ihr wieder 2-3 km/h mehr, dann geht es wieder ein bisschen bergauf, dann geht es wieder 2 km/h runter oder so, und einfach, dass jedes Motorrad wirklich auf derselben Strecke ja die Geschwindigkeit aufbauen kann und wieder abbauen kann, je nachdem, habe ich mir einfach einen festen Punkt ausgesucht, und der ist immer an derselben Stelle auf der Brücke, und die Geschwindigkeit habe ich jetzt einfach mal genommen. Es sind natürlich alle Motorräder voll aufgetunt, dass es auch da irgendwie nicht zu komischen Sachen kommt. Weil manche Motorräder, da geht es wirklich nur um 1 oder 2 km/h für die Platzierung, und deswegen musste ich das wirklich so genau machen. Ich wollte am Anfang alle 42 machen, aber das wäre zu lang geworden, das Video, und deswegen mache ich das jetzt einfach so. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon wieder genug gelabert, und ich würde einfach mal sagen, wir kommen jetzt zu Platz 10. So, und auf Platz 10 befinden sich zwei Motorräder, und zwar im linken oberen Bild ist die Dinka Double T, und im rechts unten oder im größeren Bild ist es die Shih Tzu Defiler. Seid nur bitte nicht böse, wenn ich die Motorräder nicht richtig ausspreche, aber ihr wisst ja, was ich meine. So, und zwar, ihr seht ja schon, dass ich mit beiden Motorrädern ein bisschen so Boost mache, damit ich einfach relativ schnell auf die Endgeschwindigkeit komme, und dann kurz vor dem Ziel, oder dann, wenn es halt in die Nähe von dem Ziel kommt, mache ich einfach gar nichts. Also ich drücke weder den linken Stick nach vorne, noch den linken Stick nach hinten, um Wheelie zu machen, sondern ich fahre einfach nur ganz normal und lenke halt ein bisschen, da einfach nur, dass die Geschwindigkeit wieder eingependelt wird auf die normale Geschwindigkeit. Und wirklich, beide Motorräder haben exakt an der Stelle 183 km/h erreicht. Und ich glaube aber, die Dinka Double T ist wirklich so ein halbes km/h, vielleicht sogar noch schneller. Und deswegen beide auf Platz 10. So, und auf Platz 9 ist es die Western Gargoyle. Also ich denke mal, die meisten von euch unterschätzen dieses Motorrad, weil es ist wirklich extrem geil. Es kam ja mit dem Cunning Stunts DLC mit ins Spiel, und einfach für so, ich sag mal, keine Rennmaschine ist
dieses Motorrad wirklich extrem schnell, wie ich finde, und es ist einfach geil. Also ich mag es unheimlich, das Motorrad, und mich hat es nicht gewundert, weil ich damals ja schon relativ früh erkannt habe, dass es extrem schnell ist, aber halt nicht das Schnellste. Und auch dieses Motorrad hat es wirklich auf Platz 9 geschafft, obwohl es jetzt gar nicht so schnell aussieht, mit sagenhaften 184 km/h, also wirklich extrem geiles Motorrad. Also mir gefällt es unheimlich und auf jeden Fall, würde ich mal sagen, einen verdienten 9. Platz. Und nun auf Platz 8 angekommen ist es die Western Cliffhanger. Also auch dieses Motorrad ist genauso wie die Gargoyle so eher so ein unscheinbares Motorrad, wie ich finde. Und trotzdem schon so schnell, dass es mindestens oder ja immerhin auf Platz 8 gereicht hat. Auch Wheelies zu ziehen ist mit dem Motorrad extrem geil. Also wirklich auch wieder ein extrem geiles Motorrad, auch wenn es nicht so schnell aussieht. Aber auf Platz 8 muss ich wirklich sagen, hätte ich dieses Motorrad wirklich nicht erwartet. Und ja, was soll ich sagen, mit 185 km/h auf jeden Fall ein verdienter 8. Platz. Und jetzt für diese Platzierung, da wird mich wahrscheinlich bestimmt der Matze 80 auslachen, weil auf Platz 7 befindet sich die Pegassi Batty, wovon ich eigentlich immer so extrem überzeugt war. Ich muss auch wirklich sagen, das ist mein absolutes Lieblingsmotorrad, also wirklich, weil das Vorderrad, das lässt sich so schön nach vorne ziehen, man kann wirklich geile Sprünge damit machen, es ist extrem schnell und in den Kurven wirklich einzigartig fast, meiner Meinung nach. Aber von der Topspeed her wirklich auf Platz 7, so gut kann das Motorrad in dem Fall ja gar nicht sein. Und der Matze 80, der ja immer auf die Akuma schwört, der hat es mir jetzt, glaube ich, ja, oder ich habe es mir selber bewiesen. Auf jeden Fall, die Pegassi Batty und die Pegassi Batty RR, die sind auf jeden Fall gleich schnell. Und ja, mit einer Geschwindigkeit von 186 km/h hat es zumindest immer noch auf Platz 7 gereicht. Ich war eigentlich schockiert, ich dachte, es wäre so Platz 3 oder 4 so angesiedelt. Aber kann man nichts machen, habe mich geirrt, das war es auf jeden Fall mit Platz 7. So, und jetzt kommen wir zu einer sehr, sehr, sehr seltsamen Platzierung und das ist Platz 5 und Platz 6 und das betrifft einmal die Dinka Akuma und die Shizu Hakuchu. Allein nur vom Bauchgefühl her hätte ich die Hakuchu wirklich viel, viel schneller eingeschätzt als die Akuma, aber wie jetzt in dem Renntest, wie ich das gesehen habe, sind die wirklich beide exakt schnell. Also entweder spinnt mein Mod-Menü oder ich habe eine ganz komische PC-Version, muss ich euch ehrlich sagen, aber die zwei Maschinen, dass die wirklich gleich schnell sind, hätte ich wirklich so nicht gedacht. Ich bin auch wirklich diesen Test wirklich zweimal gefahren, um wirklich sicherzustellen, dass ich da keinen Fehler drin habe. Ich habe beide Motorräder voll aufgetunt und ich habe jetzt auch, während ihr das im Hintergrund auch seht, beide Rennen wirklich übereinander gelegt und wie ihr seht, die beide Motorräder sind bei mir auf meiner PC-Version mit meiner Mod wirklich beide gleich schnell. Also ich hätte es nicht erwartet, ich muss es auch wirklich nochmal genau prüfen, weil ich kann es irgendwie fast nicht glauben, aber irgendwie ist die Akuma genauso schnell wie die Hakuchu. Also nagelt mich bitte, was diese Platzierung angeht, nicht fest, weil da bin ich mir selber jetzt unsicher. Aber vielleicht kam ja durch das Update irgendwie was Neues raus, wo die Maschinen dann doch beide gleich schnell sind. Und für die Leute, denen es vielleicht noch nicht aufgefallen ist, auf jeden Fall die Akuma und Hakuchu mit jeweils 188 km/h. So, jetzt sind wir auf jeden Fall auf Platz 4 und das ist wirklich ein Motorrad, das ich so wirklich überhaupt gar nicht auf dem Bildschirm hatte. Irgendwie das Motorrad ist komplett bei mir in Vergessenheit geraten. Ich denke mal, wahrscheinlich bei vielen anderen auch. Und das ist die Vindicator. Also, dass die wirklich auf Platz 4 kommt, das hätte ich irgendwie gar nicht gedacht. Ich wusste zwar früher, als sie ins Spiel kam, dass sie extrem schnell ist, aber ich habe sie mir damals nicht gekauft, weil man da einfach keine Wheelies machen kann und die ja für Sprünge oder für Stunts eigentlich eher schlecht geeignet ist. Und deswegen habe ich mir die damals nie gekauft und irgendwie ist die komplett bei mir in Vergessenheit geraten. Aber ich bin dann doch überrascht, dass es immerhin noch das viertschnellste Motorrad ist, das wir im Spiel haben. Mit einer wirklich sagenhaften Geschwindigkeit von einer Topspeed von 189 km/h. Also wirklich eigentlich ein extrem geiles Motorrad. Also schneller als die Hakuchu. Sogar um 2 km/h schneller. Ne, 1 km/h. Tut mir leid. 1 km/h. So, und nun kommen wir zum ersten Treppchenplatz und das ist die Nummer 3 des schnellsten Motorrads in ganz GTA 5 und das ist die Dinka Trust. Die hatte ich genauso wenig auf dem Bildschirm wie die Vindicator und ich bin auch wirklich überrascht, dass es das drittschnellste Motorrad ist, was ich mir inzwischen wirklich nicht vorstellen kann, dass sie wirklich auch schneller sein soll als die Hakuchu. Also Hakuchu war ja dafür bekannt, die schnellste Maschine zu sein in ganz GTA 5. Aber irgendwie die Dinka Trust ist trotzdem immer noch schneller, also 2 km/h schneller als die Hakuchu und 1 km/h schneller als die Vindicator mit sagenhaften 190 km/h. Also ich muss euch wirklich sagen, ich werde das Ganze auch nochmal im Online-Modus machen und wenn ich da irgendwie sehe, dass da zu große Abweichungen sind von dem, was ich jetzt hier gerade erzähle, dann werde ich das Video natürlich wieder offline nehmen und darüber ein neues Video machen, aber
Ja, die Gegebenheiten sind eigentlich bei jedem Motorrad gleich und wie ihr jetzt auch seht, die Dinka Trust hat wirklich eine Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h, also wirklich sagenhaft. Und auf Platz 2 ist es die Nagasaki Shotaro. Also ich hoffe natürlich, dass ich es richtig ausspreche und wenn natürlich das Timing und alles passt, dann haben wir dieses Motorrad heute frisch ins Spiel bekommen und wirklich optisch betrachtet ist es für mich die absolute Nummer 1. Es ist wirklich mit Abstand das heftigste Motorrad, wo ich jemals in irgendeinem Spiel gesehen habe. Also es ist so ein Traum und ich werde mir auf jeden Fall holen, wahrscheinlich zweimal in verschiedenen Farben, weil die einfach so übertrieben bosshaft aussieht. Und ich glaube auch, also ich habe ja keinen Beschleunigungstest gemacht mit dem Motorrad, aber ich glaube auch, da zerstört dieses Motorrad einiges. Also vielleicht ist nicht das schnellste Motorrad in der Beschleunigung und auch nicht in der Lenkung, aber es ist auf jeden Fall vorne mit dabei und ich werde es auf jeden Fall extrem viel fahren und testen und schauen, ob es wirklich das beste auch für Rennen geeignete Motorrad ist. Aber in der Top Speed ist es einfach nur noch auf Platz 2 oder was heißt nur noch? Also hat es auf Platz 2 geschafft mit wirklich einer sagenhaften Geschwindigkeit von 195 km/h auf dieser Strecke und das ist wirklich extrem geil. Also dieses Motorrad müsst ihr euch auf jeden Fall kaufen. So, und auf Platz 1 ist es der Edder. Nein, Spaß. Es ist die Shizu Makuchu Drag. Wirklich ein übertrieben heftiges Motorrad, wo wirklich extrem heftig aussieht, weil einfach der Radstand extrem weit auseinander ist. Die Auspuffrohre links und rechts, die sind auch extrem weit auseinander, weil einfach dieses Motorrad vom Gefühl her einfach nur aus Motor und Beschleunigung und Tod besteht. Also dieses Ding ist einfach mal so krass von der Optik her. Und ich habe wirklich in dem Rennen wirklich Probleme gehabt, das Ding auf der Straße zu halten, weil es wirklich relativ schnell auch abhebt. Aber was ich trotzdem extrem geil finde. Also dieses Motorrad hat es wirklich verdient, auf Platz 1 zu sein, weil es einfach schneller als alle anderen Motorräder sind. Und die hat es eine Topspeed von 199 km/h erreicht. Und wenn man sich wirklich bei dem Motorrad nach vorne lehnt, bekommt man so einen Boost von 3, 4, 5, 6 km/h. Und wenn man versucht, einen Wheelie zu machen, was mit dem Motorrad nicht möglich ist, verliert man sogar an Geschwindigkeit. Also wirklich, tut den linken Stick bei diesem Motorrad nach vorne, dass ihr euch ganz flach auf das Motorrad legt und ihr bekommt wirklich einen Boost von 3, 4 km/h oder so, was euch wirklich nach vorne bringt. Und es ist wirklich so mega heftig, das Motorrad. Also von der Top Speed müsste ich mal gucken, ob es vielleicht sogar das schnellste Fahrzeug im ganzen Spiel ist. Ja, müsste ich mal gucken. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Aber ihr seht ja schon, es hebt bei der kleinsten Bodenwelle schon ab. Also wirklich heftiges Motorrad. Ja, und mehr gibt es eigentlich dazu gar nicht zu sagen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Ihr wisst jetzt, welches die 10 schnellsten Motorräder in GTA 5 sind. Aber ihr dürft es nicht verwechseln mit den, ja, für Rennen geeigneten Motorrädern. Also da gibt es natürlich das ein oder andere Motorrad, wo auf einem höheren Platz ist als ein anderes, wo ich jetzt aber für Rennen selber nicht benutzen würde, weil es einfach von der Kurvenlage her nicht so gut ist, die Bremsleistung ist nicht so gut oder vielleicht auch die Beschleunigung. Das habe ich alles nicht getestet, sondern einfach nur die Top Speed. Und da wisst ihr es auf jeden Fall Bescheid. Wenn ihr euch so an die ersten 1 bis oder Platz 1 bis 7 haltet, dann seid ihr in Rennen auf jeden Fall schon mal ganz gut mit dabei. Ja, das war es auf jeden Fall davon. Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir natürlich ein Like da. Ich bin raus. Jungs, ich wünsche noch einen schönen Tag und viel Spaß mit den zwei neuen Motorrädern, die hoffentlich heute mit ins Spiel gekommen sind. Also Jungs, ich bin raus. Ciao, euer Zeddy.